Benedikta, meine Liebe. Ich habe dich so vermisst. Kupka! Ich schwöre dir, meine Liebe, wir werden nie wieder getrennt sein. Halluziniert er? Ugh.
kannst, das kann ich auch!
Du redest. Du wirst uns aufnehmen, Mythos. Es ist so bestimmt. Deine Existenz dient diesem Zweck und du wirst ihn erfüllen. Niemals! Bisher nur dein Wille stünde zwischen uns und unserem Leib. Doch wie es scheint, müssen wir erst jeden Faden des Bewusstseins, der ihn stützt, durchtrennen. Dann ist die Zeit der neuen Schöpfung noch nicht gekommen. Wir werden beraten. Danke, Joshua. Die Fluten des Äthers sind wie die reißenden Wellen der Ozeane. Niemand gewinnt ihre Macht dadurch, dass er darin ertrinkt. Ich dachte, Hugo wäre klüger als die anderen, doch auch sein Kopf scheint aus Stein gewesen zu sein. Titan war stark. Eure Majestät. Aber Mythos war stärker. 5 Jahre wurde er von seinem Durst nach Rache getrieben. Klammerte sich an seinen Wahn, während er auf den Abgrund zulief. Man kann sein Wesen nicht durch bloße Willenskraft ändern. Das ist das Privileg des Schöpfers. Hugo Kupka. Der Mann, der sein Leben gab für den Kopf einer Frau. Ein Narr wie der ganze Rest. Tod eines Mutterkristalls. So gespenstisch wie schön. Medizin, Milord? Ich habe
habe Salben, Tränke, alles preiswert. Nerv mich nicht, du Göre. Willst du eine verpasst kriegen? Ihr müsst auf eure Gesundheit achten, mein Prinz. Wollt ihr den Dalmekern unsere Kraft vor Augen führen? Überlasst das euren Dragoons. Ich bitte euch, Bahamut nur als letztes Mittel zu erwecken. Der Preis seiner Macht ist zu hoch. Der Kaiser hat die Absicht, die Dalmeker zu hintergehen und das trotz unseres Waffenstillstandes. Noch schöpfen sie keinen Verdacht, und solange ihre Blicke auf mir ruhen, ist ein Krieg noch vermeidbar. Aber nicht nur das. Bahamut ist die Lichtgestalt von Sanbrek. Wenn das Volk in die Lüfte blickt, gibt sein Anblick ihm Hoffnung. Vergib mir, Terence. Wärest du nur mein Kaiser. Aber so. Ich werde immer euer treuer Diener sein. Sollten die Intrigen des Rats die Republik dazu bringen, den Pakt mit uns zu brechen und anzugreifen, würden auch unsere Soldaten vorrücken, ihnen von Norden entgegeneilen. Doch sie wären nicht rechtzeitig dort, um einen Durchbruch im Süden und einen Sturm auf die Chasia zu verhindern. Aus unserer Hauptstadt würde ein Schlachtfeld werden. Tausende Unschuldige würden sterben. Das darf ich niemals zulassen. Immerhin gibt es einen Lichtblick. Ihr werdet nicht gegen Titan kämpfen müssen. Wenn ich nur alle Kämpfe vermeiden könnte. Verzeiht die Störung, Hoheit. Was gibt es? Olivier wurde zum Kaiser erwählt. Was hat das zu bedeuten? Meines Vaters Befehle. Wie lauten sie? Sag schon! Jawohl, Eure Hoheit. Seine Heiligkeit befiehlt, dass Eure Hoheit hier die Stellung hält und... Ja, mein Prinz. Ich muss zum Palast. Ich hol euer Ross. Was denn nun? Verzeiht mein Eindringen, Eure Hoheit. Ich kenne euch. Halt! Vor uns steht niemand Geringeres als der Phönix. Du würdest dir nur die Finger verbrennen. Ich hoffe, ich störe nicht. Nicht doch. Ich gestehe aber, solch bedeutenden Besuch habe ich nicht erwartet. Wie viele Jahre sind seit der Gedenkfeier vergangen? 20? Ich dachte, ihr wärt tot. Oder seid ihr ein Geist? Da liegt ihr vielleicht nicht ganz falsch.
Aber ich lebe. Noch. Prinz Dion von Haus Lesage. Es gibt viel zu erzählen. Zuerst sollte ich mit Otto reden. Willkommen zurück, Sid. Grenzübergängen werden Truppen zusammen. Clive, du bist zurück. Bin ich. Heute sogar mit einer guten Nachricht. Hugo Kupka ist besiegt. Das ist ja... All unsere Kameraden, die es damals nicht geschafft haben, lächeln dir gerade von oben zu. Wir haben schon durch Lubos Stolas von Drachenfangs Ende gehört. Ich schätze, das war auch dein Werk, oder? Ist eine lange Geschichte. Bestimmt eine für die Geschichtsbücher. Willkommen zurück. Endlich zu Hause. Geht's dir besser? Viel besser. Und deswegen werde ich von jetzt an wieder mit dir gehen. Ob du willst oder nicht. Aber natürlich. Otto, gab es Neuigkeiten von den Valutern, während ich weg war? Solltest du nicht die Füße hochlegen? Na, wenn du es wirklich wissen willst, dann geh und rede mit Vivien. Danke. Mach ich. Ah, der siegreiche Held kehrt zurück. Und er hat kaum einen Kratzer. Ein, zwei Schrammen habe ich schon. Nun, da du gleich zu mir kommst, anstatt Tayas Dienste in Anspruch zu nehmen, gehe ich davon aus, dass du noch etwas anderes hast. Eine Spur. Und zwar von Valutan. Ganz genau. Aber welche Pläne Kupka auch mit ihnen ausheckte, er nahm sie mit ins Grab. Wie auch seine Männer. Getötet von orkischen Eindringlingen. Orks, Vivien. In Sturm hat man noch nie welche gesehen. Die Valuta müssen sie hergebracht haben, aber wozu? Warum retten sie erst Kupka, erobern dann sein Zuhause, den Mutterkristall eines Verbündeten und lassen beide fallen? Ich versteh's nicht. Kennst du die Geschichte vom Blinden und der Adamantaimai? Man lässt sich leicht in die Irre führen, wenn man sich zu sehr auf kleine Einzelheiten konzentriert. Man muss das Gesamtbild im Auge behalten. Und was zeigt das Gesamtbild besser als meine Karte? Das Königreich von Valut hat ganz Ashra fest in seiner Hand. Barnabas Tham, Odins Dominus, hat sein Reich durch Blut geeint und behauptet. Der Unabhängigkeitskrieg von Kanva 849, der Krieg der zwei Welten 865, die Schlacht auf der Belenus-Höhe 873. An welcher Front die königlichen Truppen auch kämpften
Odin war stets an ihrer Seite zu finden. Jüngst erweckt der König der Kriege jedoch den Anschein, sein Schwert niedergelegt zu haben. Denn obwohl die Schlacht um das Kristalldominium tobt, ist noch kein einziges Valuta-Schiff seinen dalmekischen Verbündeten zur Hilfe geeilt. All das, während die Fäule ungebremst Ashras Boden verschlingt. Und doch zeigt das sonst so kriegslustige Valut kein Interesse, sich noch fruchtbares Land zu sichern. Wozu dann aber der Aufwand, eine Horde Orks zum Herzen von Drachenfang zu schiffen? Und das, ohne auch nur zu versuchen, den Mutterkristall für sich zu erobern. An einem Mangel an militärischer Macht kann es nicht liegen. Tams Heer ist beispiellos. Nein, es muss mehr dahinter stecken. Denn eines steht fest. Odin wird wieder reiten. Fragt sich nur wann. Wen werden seine Hufe unter sich begraben, wenn es soweit ist? Kurz gesagt, ich weiß nicht, warum Valut Kupka hintergangen hat. Jedoch war es sicherlich Teil eines größeren Plans. Zur Verwirklichung der Ambitionen eines Mannes. König Barnabas. Aber es besteht kein Grund zur Verzweiflung. Um einer Krankheit beizukommen, muss man zuerst ihre Symptome bestimmen. Glücklicherweise hat dein Onkel angeboten, genau das zu tun, indem er die Valuta im Auge behält. Mein Onkel legt sich wirklich ins Zeug. In der Tat. Wir können im Moment nichts tun, als auf seine Berichte zu warten. Nur, du hättest schon eine Aufgabe. Du musst deine Kameraden wissen lassen, dass ihre Toten gerächt wurden. Hugo Kupka ist tot. Die Wunden jener Nacht klaffen noch immer. Besonders bei denen, die Sid schon lange kannten. Vielleicht können diese Wunden endlich beginnen zu heilen. Sieh es als Gebühr für die heutige Lektion. Seit wann bist du denn so empfindsam? Was soll ich sagen? Ich bin auch nur ein Mensch. Und wir sind allesamt in Wahrheit empfindsame Wesen. Das sind wir wohl. Also gut. Ich gehe und sage es ihnen. Schledorn, hast du kurz Zeit? Was ist denn? Hab zu tun. Ich wollte dir nur sagen, Hugo Kupka ist tot. Du weißt gar nicht, wie lange ich schon auf diese Nachricht warte. Die Zeit ist reif, oder? Ein neuer Anfang mit einem neuen Sid. Ich werde ihm Ehre machen. Verlangt es euch nach dem Geschenk des Wissens? Nein. Heute teile ich meines. Hugo Kupka ist tot. Er ist... Oh, ist das wirklich wahr? Guck, er heult ja! Wirklich, er hat Pipi in den Augen. Aus gutem Grund, ihr zwei.
Das sind Freudentränen. Wir müssen es euren Eltern im Himmel sagen, damit sie mit uns weinen können. Kein Unterricht heute, nur Frohsinn und Danksagung. Los, weg mit den Sachen. Was, echt? Spitze! Endlich. Ein Neuanfang für uns. Genau. Ich danke euch. Bitte lasst mich es den anderen sagen. Hippokrates. Nach Kupkas Tod erschien mir Ultima. Ich muss wissen, was er ist. Wisst ihr etwas? Irgendwas? Leider nein. Und ich habe es wirklich versucht. Beinahe jede alte Schrift in unserer Sammlung habe ich gewälzt. Ohne Ergebnis. Nicht einmal ein Anzeichen dafür, dass irgendetwas absichtlich verschleiert wurde. Alles deutet darauf hin, dass eine solche Kreatur niemals existiert hat. Aber es gibt ihn. Ich habe ihn gesehen. Das bezweifle ich nicht. Trotzdem scheint es, dass außer euch niemand von ihm weiß. Anderen zeigt er sich nicht. Nur seinen Einfluss, den sehen wir gewiss. Wie eine schreckliche Naturgewalt für Sterbliche nicht zu begreifen. Eine Naturgewalt. Ob dieses Wesen, das ihr saht, wirklich Ultima war oder eine Manifestation seiner Macht, weiß ich